Das hier ist die 1000. Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und rund um Bad Dürkheim. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Hallo, hier spricht Christopher Markutzig aus Sausen am Neuleiningen und ich freue mich, dass Sie, dass du heute die 1000. Andacht am Telefon oder im Internet hörst. Mit den Augen, die auf den Herrn sehen, diesem Vers aus dem 25. Psalm, sind wir vor 1000 Tagen zum ersten Mal auf Sendung gegangen. Die Stimmung in der ersten Andacht, die Max Niesner gesprochen hat, war ganz schön unsicher, denn wir alle waren gerade einmal ein Wochenende davor von der Bundesregierung in einen kompletten Lockdown geschickt worden. Eine Krise, eine Ausnahmesituation, die uns alle eingeholt hat. Und ich glaube, die allerwenigsten hatten einen Plan, wie man mit solch einem Augenblick umgeht. Früher war es so, dass sich in solchen Zeiten Menschen auch in die Nähe der Kirchen begeben haben, dort Schutz für Seele und Geist und manchmal auch für den Körper gesucht haben. Doch das ging gar nicht. Kontaktbeschränkungen, Gottesdienstverbote, wir alle sollten zu Hause bleiben, wenn wir nicht gerade systemrelevant zur Arbeit mussten. Und so waren uns eigentlich die Hände gebunden, als Kirchen, die für die Leute ja da sein will. Die clevere Idee von Max, heute Pfarrer in Birkenheide, die mit heißer Nadel geplanten Videoformate in eine feste Form zu bringen, war da wie ein Fingerzeig Gottes. Ein Gottesdienst in 180 Sekunden, mit Bibelvers, Tagesgedanken, Gebet und Segen. Und das Ganze für die Ohren. Ratzifatzi gab es die Telefonnummer und einen Anrufbeantworter und mein privater YouTube-Kanal wurde kurzerhand zu unserer Kirchenregionskanal-Seite gemacht. Die Hauptamtlichen beider Konfessionen kamen mit ins Boot, um das zu machen, was wir als Kirchen gerade in Krisen tun können, für die Leute da sein. Um Zuspruch zu geben, ein paar Minuten lang, um einen Gedanken zu schicken, der Mut macht. Um mit Ihnen und Euch an Telefon oder Computer kurz gemeinsam zu beten. Um Gottes Segen zu sprechen und zu hören, da wo es in den Gottesdiensten vor Ort nicht mehr möglich war. Aus dieser Idee, die, wie der Psalm es sagt, hilft, den Fuß aus dem Netz zu ziehen, ist etwas geworden, was tagtäglich für viele zu einem Morgenritual geworden ist. 3 Minuten, manchmal auch etwas mehr, die Andacht angehört und einen Tagesgedanken mitgenommen. Zum Glück haben sich dabei die Themen der ersten Tage auch verändert und es gab Lustiges und Heiteres, Lehrreiches aus der Vogel- und Tierwelt, Abenteuerliches von Urlaubsreisen, Einblicke in die Lebensgeschichten von Heiligen, mal ein bisschen mehr protestantisch, mal ein wenig mehr katholisch und mittlerweile sogar mit einigen Themenreihen, die letzte über das Glaubensbekenntnis. Darüber hinaus können wir nach wie vor relativ tagesaktuell unsere Andachten umbauen, zuletzt geschehen im Februar diesen Jahres, als der Krieg zurück nach Europa kam. Auch das ist unser Anspruch, Gottes Wort zu sprechen, wenn es dringend gebraucht wird, mit vielen verschiedenen Stimmen. Und diese vielen Stimmen haben wir inzwischen. Mit rund 25 Autorinnen und Autoren, die sich zur Kerngruppe von 9 Leuten dazugesellt haben. Die Technik ist inzwischen auch weitergewandert. Nach Max Niesner und Theresa Gilcher ist es nun Kerstin Waldenmeier, die die Produktion der Andachten übernommen hat. Gar nicht so leicht bei so vielen Autorinnen. All das geschieht nach wie vor mit dem Anspruch, den der 25. Psalm aus der allerersten Folge formuliert hat. Seht auf den Herrn, denn er begleitet euch. In Zeiten, die anstrengend sind, aber auch dann, wenn es mal darum geht, den Tag und die Umstände ein bisschen leichter und vielleicht ein bisschen lustiger oder dankbarer zu sehen. Und begleitet wird das Ganze nach wie vor von Katja Gehrig-Wohnsiedler, die uns eine Reihe wunderbarer Musikstücke eingespielt hat. Denn auch das gehört zu 180 Sekunden Gottesdienst fürs Ohr dazu. Musik. Und ich glaube, uns allen macht es auch riesig Spaß, wenn wir hier in Sausenheim die Aufnahmen machen. Zumindest gibt es ganz oft Lacher und richtig nette Gespräche zwischen Kerstin und all den AutorInnen und ich denke, dass es ein Zeichen dafür ist, dass wir das alle von Herzen gern machen. Über Gott reden, jeden Tag ein kleines bisschen, um ihn zu spüren, immer wieder. Denn Gottes Wort ist nicht nur für Pandemiezeiten gut. Nein, jeden Tag 180 Sekunden Gottesdienst fürs Ohr, das ist eine tolle Sache. Und zum Schluss noch ein Dankeschön. Nicht nur an unser Team, sondern auch an Sie und Euch. Ihr seid die Gruppe derer, die Tag für Tag die Andachten abrufen. Und es ist schön zu sehen, wie oft wir immer noch, obwohl ja alles wieder halbwegs normal läuft, angeklickt werden. Es macht Spaß, das für euch zu tun.
Ach ja, Stichwort Spaß. Ab heute Mittag gibt es auf dem YouTube-Kanal Chris und die Kirche eine kleine Auswahl von putzigen Versprechern aus unserer Runde. Einfach mal reinklicken. Ich bete. Gott, zu dir dürfen wir hinschauen und auf dich vertrauen, dass du uns aus den Fesseln löst, in die wir immer wieder geraten. So hast du auch heute vor 1000 Tagen geholfen, in der verordneten Stille deine Stimme der Zuversicht hörbar zu machen. Dafür danken wir dir, denn das macht dich so wunderbar, dass du immer wieder Menschen findest, die in deinem Auftrag Mut machen und Herzen aufbauen, die in deinem Auftrag ein Lächeln schenken und manches leichter werden lassen. Danke für den Segen, den du auf dieses Projekt gelegt hast. Und bitte, lass uns dich noch eine ganze Weile lang hören. Jeden Tag, so ungefähr 3 Minuten lang. Amen. Und so segne und behüte uns alle, der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.